Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder ein Speedbild. Denn die Nina hat aufgerufen für ihr Stream-Zeugs, Sims-Woch, dass man ihr da ein paar Grundstücke bauen könnte und ich hatte Lust darauf. Deswegen starten wir auch erst direkt rein. Ich habe mich dazu entschieden, dass wir einen Boba-Shop bauen und ich entschuldige mich jetzt schon dafür, dass ich 3 Millionen mal hin und her sprengen werde, weil ich kann das einfach nicht, mich nur um eine Sache kümmern, ja? Und hier habe ich ein bisschen gestruggelt schon direkt mit dem Dach, weil ich wollte dann ein Glasdach haben. Das war kompliziert, okay. Aber es ist schon in Ordnung so. Es sah halt einfach cooler aus, deswegen habe ich das machen wollen, so dies, das, ne? So, und ja, ich habe auf jeden Fall einen Boba-Shop. Das ist auf demselben Grundstück wie der normale Bubble-Tea-Laden. Weil, keine Ahnung, also ich mag das normale Grundstück auch, aber ich fand es halt irgendwie cool, auch nochmal so was Eigenes so zu machen. I don't know. Weil ich habe noch nie einen Bubble-Tea-Laden gebaut und generell hatte ich mal wieder Lust, irgendwie was zu bauen und das hat sich irgendwie ergeben. Weil A, hatte ich halt Lust, auch was für Nina zu bauen und B, wollte ich dann das auch gleichzeitig in der Lucky Legacy quasi ersetzen. Das habe ich jetzt bei dem Spiel schon auch schon direkt mit rein gedingst, also das ist jetzt direkt in dem Spielstand sogar. Tatsache, das ist sehr, sehr gut, dass das direkt so ist. Und ja, also ist das Einzige, was ein bisschen wild ist, Nina hat in dem letzten Sims-Woch, der auf YouTube online ging, gesagt, dass sie eigentlich nicht so gerne in Copperdale spielt. Deswegen, I don't know, ob das überhaupt jetzt irgendwie sinnvoll ist. Aber ich hatte auf jeden Fall Spaß beim Bauen. Deswegen, das ist ja die Hauptsache eigentlich. Und entweder sie hat halt dann Nutzen darin oder nicht. Und ansonsten haben wir es halt trotzdem noch für unser Let's Play. Das ist ja auch in Ordnung. Und ja, also wenn wir jetzt auch schon hier dabei sind, ich möchte jetzt Ninas Namen nicht ausnutzen, um irgendwie Reichweite zu generieren oder so. Deswegen möchte ich auch über Nina reden, wenn wir jetzt hier schon so dabei sind, auch wenn das vielleicht ein bisschen wild ist. Aber ohne Nina gäbe es diesen Kanal als Sims-Kanal gar nicht so. Weil durch Nina habe ich erst wieder so richtig so zu Sims gefunden. Damals, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, bestimmt 5, 6 Jahre oder so. 6 Jahre? Ja doch, müsste schon gut hinkommen. So lange schaue ich tatsächlich schon ihre Videos so. Deswegen, ja. und wie gesagt, also ohne sie würde es das hier so mit diesem Sims-Content gar nicht geben. Weil ja, also ich habe früher Sims immer nur so aus Joke gespielt und immer so mit dem eigenen Sim und so und nie mit so irgendwie ausgedachten Charakteren. Und ja, sie hat mir gezeigt, dass man halt irgendwie halt auch so Stories und so machen kann und ich finde das halt so cool, weil früher, keine Ahnung, hat mich das gar nicht so gereizt oder so, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Und seitdem ich halt jetzt auch so selber auch privat so mit Stories und so spiele, bleibe ich da auch eher dran, sag ich mal. Weil es ist tatsächlich so, früher war das so, ich habe dann so 8 Stunden an einem Tag gespielt und dann halt irgendwie ein halbes Jahr gar nicht oder so. Und jetzt mittlerweile ist es halt wirklich so, ich spiele halt wirklich sehr regelmäßig. Ich habe jetzt in diesen paar Jahren irgendwie über 2000 Stunden oder so. Und früher, klar, es sind zwar auch einiges zusammengekommen, einige Spielstunden, aber über einen deutlich längeren Zeitraum verteilt, sag ich mal. Und hier ist es so, ich spiele halt in der Woche bestimmt 10 Stunden oder so mindestens. Und also es kommt dann auch immer drauf an, wie viel Zeit ich habe und so und hier und da. Aber so, you know, also ich spiele auf jeden Fall deutlich mehr, seitdem ich halt auch so meine Storys erzähle. Und ich bin nicht nur dieser Mensch, der so 30 neue Spielstände erstellt. Früher war das richtig extrem, dass ich das immer gemacht habe. Dass ich immer mir neue Spielstände erstellt habe, weil mir das dann irgendwie dann wieder zu langweilig wurde oder so. Und deswegen, also dieses Story-Ding, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Und mir war das halt nicht so bewusst, dass es halt irgendwie, dass man das machen kann, in Anführungszeichen. I don't know. Also ich habe das nie so gesehen, dass man das so großartig, so, dass man so Geschichten erzählen kann, ne? Aber es ist schon cool. Also deswegen, falls Nina das hier sieht, dann vielen lieben Dank. Aber es geht mir auch darum, diesen Namen nicht auszunutzen oder so, weil ja, Nina ist halt so die bekannteste Sims-YouTuberin in Deutschland, würde ich sagen. Also ich wüsste jetzt keinen anderen, der irgendwie
diesen Bekanntheitsgrad hat, sage ich mal. Und wir hatten das schon mal, denn ich habe ja mal ihren damaligen Merch als Custom-Content erstellt gehabt und dieses Video hat so unfassbar viele Aufrufe bekommen, weil das Ding war, ich hatte halt sowohl Disney als auch Simfinity im Titel drin stehen und deswegen haben Leute teilweise, wenn man Simfinity Disney Legacy oder so eingegeben hat, hat man halt mein Video gefunden. Das sieht man in diesen Statistiken ja dann teilweise. Und ich habe mich voll schlecht gefühlt, dass man das darunter findet, weil es war halt so ja nicht gedacht. Ich habe halt eigentlich nur das in Titel geschrieben, was halt vorkommt. Und deswegen war ich so, das wirkt jetzt ein bisschen so, als würde ich halt einfach nur Likes oder Views oder was auch immer abgrasen wollen, was definitiv nicht der Fall war, sondern ich wollte halt einfach nur das beschreiben, was halt passiert, ne? Aber ja, es ist eines der bekanntesten Videos auf meinem Kanal, wenn nicht sogar das bekannteste. Deswegen, danke. Danke für deinen Namen. Aber ja, deswegen, ich möchte das halt jetzt nicht wieder haben, weil ich, also man fühlt sich halt dann schon irgendwie ein bisschen schlecht, wenn man so auf Kosten von jemand anderen halt dann irgendwie an Bekanntheit gerät, so, you know. Deswegen, ja, möchte ich das nicht wieder haben, so, you know. Wir gucken uns das übrigens gleich nochmal im normalen Durchlauf an, also dass ich nochmal ins Spiel hüpfe und euch das Ganze im langsamen Modus zeige, weil das ist sonst, ja, also man kann jetzt nicht so viel unbedingt immer erkennen, weil ich die ganze Zeit hin und her hüpfe mit dem, was ich da mache. Es ist ganz schrecklich anzusehen, aber auch beim Bauen dachte ich mir schon so, okay, das kann man dann einfach dahin machen und hier und das brauche ich dafür und das macht alles so gar keinen Sinn eigentlich, aber egal, egal. ich baue halt nicht so oft und dann passieren halt manchmal ein paar wilde Dinge. Aber ja, ich habe hier auch versucht, das Klo mal ein bisschen hübscher zu machen, so als ich es sonst machen würde. Es ist jetzt nicht grandios, gerade auch, weil ich diese Badezimmer-Stalls nicht benutzen konnte, weil es dann doch ein bisschen klein geraten ist dafür. Aber ja, ich fand es trotzdem eigentlich mal ganz süß, sag ich mal. Aber I don't know. Ich habe halt übrigens versucht, das Ganze hier so ein bisschen in Pastellfarben und so zu halten, weil ich es irgendwie realistisch finde, dass man das so macht. I don't know. Also klingt das so weird? Ich weiß es nicht. Aber ich lieb's. Pastellfarben sind halt voll mein Ding und ich finde halt so, dass das gut dazu passt, zu Bubble Tea und diesen Thrift Shop. Ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben soll, aber ich finde halt irgendwie, es vibet einfach so, you know. Und ich habe jetzt hier in dem Bubble Tea Shop gar nicht so viel reingetan. Ich habe das ja so als zwei zusammenhängende Sachen zwar gemacht, aber so, dass es verschiedene Eingänge gibt. Und der Bubble Tea Laden, der sieht leerer aus, aber ich finde es halt realistisch, weil wenn ich jetzt persönlich in einem Bubble Tea Laden war, ich gehe ja sehr gerne Bubble Tea essen, trinken. Und da ist es halt auch so, dass da halt meistens nur so zwei, drei Tische sind und dann halt diese Theke und das war es dann halt auch irgendwie. Deswegen dachte ich so, ja, eigentlich mehr müsste da jetzt auch nicht unbedingt rein. Dafür habe ich dann halt versucht, den Secondhand-Shop da so ein bisschen mehr zu dekorieren und so und da halt was draus zu machen. Es ist jetzt auch nicht das Crazieste jemals, aber also ich bin grundsätzlich ganz zufrieden mit dem Bild tatsächlich. Also es ist auf jeden Fall eine der cooleren Sachen, die ich so gebaut habe, sage ich mal, weil ich weiß nicht, irgendwie, also es ist so ein bisschen outside von meiner Komfortzone, weil allein schon, dass ich ja nicht Gras drumherum habe, sondern halt dann diese Beete quasi als Landscaping und der Rest ist halt ja Stein. Das ist ja schon eine Sache, die habe ich so vorher jetzt noch nicht gemacht. Deswegen, das ist alles ein bisschen neu für mich. Und wie gesagt, ich habe noch nie einen Bubble Tea Shop gebaut. Und generell so Gemeinschaftsgrundstücke sind eigentlich nicht so das, was ich großartig baue. Also wenn, dann baue ich halt ja eher Häuser. Das wisst ihr ja auch. auch für meine eigenen Sims und so. Aber ja, deswegen ist es halt
jetzt ein bisschen wild. Ich habe hier übrigens eine Pride Flag aufgehangen, weil ich dachte so, das ist so ein inklusiver Ort, einfach so, you know. Und irgendwie hat es allein auch schon farblich halt richtig gut reingepasst, wegen den bunten Farben und so. And I love it a lot. ich hoffe, dass es euch auch so gefällt, aber wie gesagt, wir gucken uns das jetzt nochmal vernünftig an. Im langsamen Modus, damit ich dir nochmal genau zeigen kann, was ich mir vielleicht auch dabei gedacht habe und wie das jetzt auch dann letztendlich aussieht. Also sehen wir uns dann jetzt gleich im Spiel. Also wir sind hier im Lucky Legacy Spielstand, wie gesagt. Und hier in Copperdale ist es genau hier an diesem Bubble Tea Dings. Ich habe das Ganze Bubbles for Thrifties genannt, weil ich fand es ein bisschen witzig, ich sag, wie es ist. Es ist jetzt gerade Nacht in Game. Das ist ein bisschen blöd. Wir machen mal hier nachmittags, weil das ist das Einzige, wo es schönes Licht ist. So, das hier ist das Ganze von außen. Wie gesagt, es ist halt komplett außerhalb von meiner Komfortzone so. Aber ich finde, es ist halt richtig, richtig süß. I like it a lot. Ja, hier an der Seite sieht man halt dann so, dass hier so ein Zeichen ist und so, weil, I don't know, irgendwie hat das halt sehr gut gepasst. Hier vorne kann man halt dann auch schon sitzen so und ja, wie gesagt, das hier ist outside auf meiner Komfortzone komplett mit dem Landscaping, aber ich finde, das ist eigentlich ganz angenehm so und es passt halt auch ganz gut zu dem, was hier so vorne dran ist, weil ich finde, wenn das so out of place aussieht, ist es irgendwie auch doof und hier hinten sind halt auch nur so Ranken und so, also jetzt nichts Besonderes, sage ich mal, aber ich fand es halt besser, als wenn das halt eine leere Wand ist. So, dann fangen wir jetzt hier beim Boba Shop am besten an. Wie gesagt, ich habe das hier getrennt gemacht. Deswegen sind die Wandfarben auch unterschiedlich. Also hier ist ja dieser Stein und hier vorne ist ja dann dieses Gelbe so. Das ist quasi in Anführungszeichen ein bisschen zusammenhängt. Also zumindest so vom Grundriss mäßig. Aber halt, dass es quasi unterschiedliche Einrichtungen sind, sage ich mal. So, und dann hier ist halt nicht so viel. Hier habe ich dieses selbe Zeichen benutzt, was ich hier draußen benutzt habe. Und ja, hier ist halt Boba Shop, ne? Also hier kann man dann das bestellen so und sich hier hinschillen. Also es ist jetzt nichts Besonderes, aber ich finde das Farbschema richtig süß. Und hier ist dann quasi so die Karte und so. Also I like it a lot. Und dann, wenn man halt rüber geht, ist halt hier dann der Secondhand Shop. Und hier sieht man an dieser Wand so Poster und so. Ich habe halt gedacht, dass das so Werbung ist. Weil ich finde es realistisch, dass die da halt dann an einer Seite so Werbung und so aufhängen. Und dann halt die normalen Stände in verschiedenen Farben, damit es halt möglichst unterschiedlich aussieht. Aber halt sehr ordentlich, weil ich fand es realistisch, dass sie das sehr ordentlich erhalten halt. Dann haben die hier halt so ein riesen Plakat halt so an der Wand. I don't know, vielleicht hat das Künstler aus der Umgebung dahin gemacht oder so, I don't know. Ob wir es die in Spiegel und so, weil wenn man die Sachen anprobiert, es gibt zwar keine Umkleiden, aber dann kann man sich wenigstens anschauen. Und dann hier sind so Sachen wie Klüngelgeld und Notizblöcke und so und hier hat vielleicht ein Mitarbeiter sein Handy hingelegt und so. I like it a lot. Und außerdem, ich liebe diese Wand von dem Pastel-Pop-Kit. I love it a lot. Und ich finde, es passt hier auch so, so süß rein. Auch in Verbindung mit dem Boba-Shop. Wenn man hochkommt, dann sieht man halt hier erstmal diese Couch, so, wo man sich halt so hinschillen kann. Ne? Hier ist halt noch mehr Werbung, dachte ich. Dann hier, man ist halt gezwungen, hier ein Mikrofon hinzustellen. Ich weiß nicht unbedingt warum. Aber ich dachte, dann können wir halt diese Bunny-Gitarre da auch hinmachen, weil die passt halt farblich ganz gut rein. So. Und auch so vom Vibe. Dann dachte ich so, ja, dann, ich weiß nicht, wieso da irgendwelche Leute anscheinend irgendwelche Auftritte geben. Aber ja, es passt auf jeden Fall zusammen. Und dann ist hier halt noch so ein Wandgemälde, I don't know. Ich fand das auch sehr passend. Und wie gesagt, hier ist die Pride Flag, von der ich geredet habe. Und Magazin und so, falls einem langweilig ist. Und Musik und Stühle, falls man noch welche braucht. Für dann draußen, was wir uns dann gleich angucken. Ja, hier ist das Badezimmer, wo ich mich auch so ein bisschen drum gekümmert habe, das ein bisschen hübscher zu machen als sonst. Auch wenn es sehr wilde Form ist, sage ich mal. Ich glaube, ich habe noch nie so ein Badezimmer gebaut. Aber es ist gemütlich, in Anführungszeichen. Also ich meine hier, also es sind halt nur die Klos hier drin. Und das hier sieht ein bisschen wild aus. Aber ansonsten, ich finde halt das mit den Waschbecken und so, ich finde, das sieht eigentlich ganz süß aus. Genau, und dann kann man hier halt rausgehen. Und hier kann man sich ja dann auch hinchillen so. Ist halt ansonsten auch nichts Besonderes, ne? Also weil ich dachte so, das ist halt sehr gemütlich und so.
Und ich finde es dann einfach sehr passend, okay? An der Stelle würde ich dann aber sagen, dass wir das hier dann auch hochladen in die Galerie. Ich habe hier dann noch eine kleine Beschreibung gemacht und so. Lade das unter Hashtags Teamfinity und Hashtags Infinity hoch, damit es eventuell auch mehr Leute sehen, weil ich finde das ganz toll. Aber ich lade das hier am 19. hoch, also schon vor dem Speedbuild, aber das ist ja egal. Das wird das letzte sein, was ich hochgeladen habe, weil ich lade ja jetzt nicht so oft Sachen hoch. So, ich poste das jetzt in die Galerie. Und dann werdet ihr das hier unter dem Mulligirly-Namen finden. Genau, und jetzt ist es da. Und eventuell wird es genutzt oder halt nicht. Wenn nicht von Nina, dann definitiv von uns. An der Stelle hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt eure Meinung zu dem Bild auf jeden Fall in die Kommentare. Vielleicht auch eure Gedanken zu Nina. Ich schaue ihre Videos tatsächlich sehr, sehr gerne. Ist vielleicht noch gar nicht so auffällig gewesen bei dem, was ich hier so erzählt habe. Und wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!